Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich habe mich sehr gut eingekleidet im letzten Part. Wir haben uns durch den Wald gekämpft und sind diesen legendären Fragezeichen Pokémon begegnet, gegen das wir keine Chance hatten. Und ja, wir wollen erstmal ein paar Pokémon fangen, ein paar neue, weil warum nicht, ne? Und ja, ich habe jetzt meinen Controller gewechselt. Ich habe jetzt von den Joy-Cons, heißen die, ja, ne? Ich bin von den Joy-Cons zu so einem USB-Controller gewechselt, weil irgendwie geht da irgendwie nicht mehr, weiß nicht. Der Controller geht irgendwie automatisch nach unten, das ist furchtbar. Muss ich meinen USB-Controller rausholen? Jetzt kann sein, dass der vielleicht während des Spiels hier noch wieder so Geräusch hört wie diese hier. Er hat so ein einfach nur so ein fehlerleichtes Plastik-Dingen ist, also ja. Werdet ihr vielleicht so ein paar Sachen im Hintergrund hören, aber geht so nicht. So, jetzt. So, ich kann alles machen, wenn ich will. Das Ding geht nicht runter, alles klar. Gut. Dann gehen wir mal zum Wesentlichen. Fangen wir mal ein paar Pokémon mit 5 Pokébällen. Ich habe bis jetzt ein Mikro-Wild erscheint. Los, Igni. Oh, schaut euch mich an, ey. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Richtig krass. Bitte verreckt nicht. Oh. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr Action. Diesen Part haben wir fast gar nichts. Ja, Musik ist, oh nee, Musik ist sehr Pokémon Schwarz und Weiß angelehnt, so also wie hier ist noch mal Team Plasma. Ich höre irgendwie so aus dem Lied heraus. Oh, Pokéball. So, du musst jetzt keinen Druck machen, aber du musst da drin bleiben, weil sonst bist du im nächsten dran weg. Ne? Ne? Ah, klasse, Mikro wurde gefangen. Ja, ich krieg Erfahrungspunkt, wie ich's fangen. Dann zeig mal, Mikro wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das ist ein Flug-Pokémon normal, also ein klares Solo-Flug, was weiß ich. Es bekämpft ein, es ist von Natur aus sehr mutig und fordert da jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den kürzeren zieht, dient dies seinem Training. So aktualisiert. Nö, ich glaube nicht, dass ich durch dich mein Team. Keine Ahnung, mein Team wird sehr spontan irgendwie. Ich sehe irgendwie was, was mich interessiert und dann fange ich das. Was ist das? Das sieht irgendwie neu aus. Also du bist das ein Raffel. Also ich werde irgendwie sehr spontan mein Team irgendwie bilden und weiß ich nicht. Weil jetzt auch nicht irgendwie nachgucken, was irgendwie stark aussieht oder so oder. Ja, bei mir ist ja immer irgendwie merkwürdig. Ich nehme irgendwie, weil nicht sehr merkwürdig Pokémon in mein Team. Pokémon Let's Go Pikachu hat, was hatte ich da im Team? Ich hatte einen Porenta, ich hatte einen Parasek. Ja, irgendwie, weil mich solche Schwächlinge ins Team zu nehmen erschwert das Spiel doch schon so ein bisschen. Das ist nur ein AP. Gerne ja zum Beispiel so ein Kollegen, der nimmt immer irgendwie so richtige Oschis in seinem Team. Weil hast du in Pokémon Sonne und Blau so als Team gab? Ja, ein Butalanda, ein Gengar. Also, da wären wir schon irgendwie zu einfach, ist doch klar, da würde ich alles wegpusten. So. Es ist überall in der Galar-Region anzutreffen. Hat es kein Bären, die es in seinen beiden Backenorten kann, wird es unruhig. So. Mann, das geht mir immer zu schnell weg. Ach so, da wird angezeigt, welche Pokémon sich noch in dem Gebiet befinden. Okay, also es hat noch dieses Wolli. Was bist denn du? Kleptifox. Was bist du denn für ein depressives Teil? Was? Bist du? Keine Ahnung, das sieht schon irgendwie so weit aus, was ich mein Team reinnehmen würde. Naja,
Tackle einmal, dann sollte das ja reichen. Ne? Klappt die Fuchs. Nein! Oh. Wir kriegen alle Erfahrungspunkte. Warum? Kann man irgendwie abstellen oder so? Pokepuppe. Was ist denn das? Ich finde das eigentlich nicht so gut, hat man. Also jedes Pokémon irgendwie Erfahrungspunkte kriegt, ohne irgendwie was zu machen. Nein. Natürlich ja voll über Level, ne? Animation, Kampfstil, Teambox. Oh, die in dein Team voll sind. Kann man nicht abstellen. So, was war dieses eine Pokémon? Ja, zum Beispiel Feuer ist, dann ist ja leider schon irgendwie, da wird mir auch gar nicht angezeigt. Wenn das Feuer ist, dann ist, glaube ich, schon gelaufen. Unlicht. Ich will dieses Pokémon in mein Team haben. Kann ich irgendwie meinen Starter aus dem Team nehmen? Ich meine, konnte man im Let's Go Pikachu nicht irgendwie, wenn man unterwegs ist? In irgendeinem Spiel war das doch so, oder? Oder war das auch irgendwie eine Information, die ich so mitbekommen habe, aus Versehen? War Facebook oder so? Keine Ahnung, ich pack mal meinen Starter raus, weil er ist jetzt schon Level 8. Wenn ich jetzt hier noch weiter Pokémon fange, dann ist das Ding schon, was weiß ich, irgendwie 10 Level über den Level, was ich irgendwie brauche für die, weiß ich nicht, Arena oder so, was auch immer als nächstes kommt. Erstmal mit einem normalen Pokémon-Kampf erstmal. Boom. Die werden halt schon schaffen, was zu fangen. Ich vertraue denen. What? Du verkauf mir Pokéball jetzt mal ganz ehrlich. Ich war einfach lustig beim ersten Mal, aber jetzt ist mal gut. Ich will diesen Fuchs haben. Der Fuchs sieht interessant und ich weiß auch genau, wie ich den nenne, obwohl das ist voll unkreativ. Oh, Entschuldigung. Das Ding erinnert mich irgendwie an Swiper von Dora. Ja, ich habe so das Gefühl, jeder wird das Ding irgendwie auf den ersten Blick so nennen, deswegen will ich das nicht so nennen. Hey, da bist du ja. Also ja, komm her. Ein Klepti-Fuchs erscheint. Ja, zum Beispiel irgendwie so ein potenzielles Pizza. Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an? Überheblichkeit. Der Anwender breit mit seiner Stärke und greift das Ziel an. Die Angriff ist umso stärker, je weiter die Statue des Anwenders erhöht sind. Das macht doch was. Ja, ist klar, dass der Angriff stärker ist, wenn die Werte höher sind. Was? Was ist das denn für ein? Okay, Pizza. Ich überlege gerade einen Namen für das Ding. Wenn ich das schon mitnehme. Au. Ein Klaufuchs. Herr Swiper. Ich habe das Gefühl, jeder wird das so nennen auf dem ersten Blick. Deswegen will ich mir einen anderen Namen überlegen. So, guck mal her. Ich kann auch gleich gar nicht mehr weiterfangen, wenn das so weitergeht. Jetzt muss ich. So, okay. Ein Clownenfuchs. Irgendwas mit Clown. Schibitzfutter, das andere Pokémon gefunden haben. Dank der samtweichen Ballen an seinen Pfoten ist es sein Gang lautlos. Wo gleichzeitig mal einen Namen denken und zu lesen, das geht nicht. So, boah, lass mich jetzt überlegen. Irgendwas mit Dieb. Das ist Unlicht, da ist ein Fuchs, das ist ein Dieb. Wahrscheinlich will ich den irgendwann mal ändern. So. Boah, keine Ahnung.
weiß ich hier. Swipe. So. Ja, ich will das aber nicht so nennen, weil jeder andere wird das auch so nennen. Ha, ein Clowner Fuchs Swiper. Boom. Das ist auch voll unkreativ. Boah, lass mich mal nachdenken. Fuchs der Cloud. Fuchs und nicht der Cloud. Hier, ich habe eine Idee. Boom. So. So. So voll der Weep-Name irgendwie. Kuro. Kuro ist japanisch, bedeutet schwarz. Ist irgendwie so ein bisschen von Kurama abgeleitet, von Naruto. Also nicht. Vielleicht ändere ich den Namen auch irgendwann mal. So, dich habe ich noch nicht, ne? Ja, vielleicht tue ich die Namen noch ändern oder so. Also nicht. Aber das erste, das wird sehr effektiv sein. Oder nicht? Steht nur effektiv. Da ist gar nicht mehr. Warum habe ich gedacht, dass das Ding Pflanze ist? Erinnere mich irgendwie an so ein anderes Ding, irgendwie das auch irgendwie so. Ja, warum wie ist das aber aus? Okay, das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Weil man sich das Ding ja voll Hochball hat. Überheblichkeit. Ey, du! Boah. Habe ich irgendwas, was irgendwie spezial angefangen? Oh, ich kann sogar sehen, was die für Attacken haben. Cool. Na, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Mit Flug. Da ist das, gibt's Stab. Same Type Attack Bonus. Also wenn ich mit irgendwas angreife, was der gleiche Typ ist wie ich, dann mache ich automatisch so 50% mehr Schaden. Ja, der Daniel weiß, was überhaupt Pokémon. Ja, nicht gedacht, was. Boah, das wird jetzt ewig dauern. Also wenn ich mehr Pokébälle hätte, dann hätte ich schon längst jetzt eingeworfen. Keine Ahnung. Irgendwie so eine Zeit gehabt, da habe ich einfach noch Pokébälle geworfen, ohne die Pokémon überhaupt hier zu schwächen oder so. Ja, die meiste Zeit sogar funktioniert. Also. Ja. Boah, der erhöht seine Angriffskraft und der senkt meine seine Verteidigung erhöht er und meine ist ja voll der Horror. So, hier, wie du brichst da aus, ja, du musst doch nicht so eine hohe Fangrate haben oder eine niedrige. Ich verwechsel immer, was gut ist, ob eine hohe Fangrate gut ist oder eine niedrige. So, wo ist gefangen? So, boom. Bin ich nicht so zufrieden mit dem Namen Kuro. Ah, mal schauen. So, sein stark geflochtes Fell hat eine sehr polsternde Wirkung. Selbst die eine Klippe runter von macht ihm nichts aus. Fantastisch. Was alle empfohlenen Pokémon gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Eine Punkte, die du noch nicht gefangen hast, halte ich weiter an. So, so was Ähnliches gab es doch auch schon mal irgendwie in irgendeine Edition, ne? Habitat. Leptifuchs. Oh, da sehen aber ganz schöne Wetter oben links. Ich kapiere noch nicht so ganz die Karte, aber ja. Ich kann den Namen jederzeit ändern. Also wenn wir irgendeinen anderen, also ich hoffe ja mal, dass ich den Namen in jedem Pokémon Center ändern kann, ne? Nicht nur in dem. Ich überlege gerade, fällt mir noch irgendwas ein. Ich will nicht so japanische Namen, ehrlich gesagt, nehmen. Sagt er, während irgendwie seinen Starter einen lateinischen Namen gegeben. Aber ich könnte ja auch so machen, ich könnte jeden Pokémon irgendwie einen Namen von einer anderen Sprache geben. Problem ist bei na, so Latein, Japanisch und Englisch, da hört es bei mir auch schon auf. Also, na, warte mal, kann ich jetzt Pokémon wechseln von hier aus? Hm, nee, geht nicht. Dann war das in
Let's go. So glaube ich, ne? Man sieht jetzt, hat sein Pokémon wechseln kann. Glaube ich. In irgendeinem Spiel war das. Da bin ich jetzt ganz doof. So. Dann nehmen wir mal unsere. Ja, ich wusste ja genau das. Nee. Doch so. Boom. Genau so will ich das machen. So. So, falls euch ein Namen für Kollegen hier einfällt, dann bin ich ganz offen. Ich möchte nur nicht so Meme-Namen irgendwie so haben. Ich weiß nicht. Ich will nicht irgendwie Toastbrot oder irgendwie sowas nennen. Also soll schon irgendwie was Vernünftiges halbwegs sein. Also was Kreatives und ja. Ich irgendwie weiß nicht. So Namen wie so, weil nicht Phoebe Fox oder irgendwie so hat. Was weiß ich, Klepto Fuchs. Nee, so heißt das wie ich, glaube ich, wirklich. Sag mal, Daniel, für einen echten Renner ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena Challenge, was ist das? Das ist doch genau das gleiche. Die Arena Challenge. Du weißt nicht, was die Arena Challenge ist. Ich hatte keine Ahnung raus, weil man. Das ist doch der riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Oh. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Deleon könnte mir jede Zeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Ja, weil du keine Chance hast. Da will ich jetzt die Professoren um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch in der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professoren wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich glaube, ich bin schon stark genug eigentlich, wo man schon Level 8. War nicht Falk irgendwie, war nicht schon Level 9 oder so maximal? Das Gold und Silber, der Arena-Leiter. Zwischen Sania und Deleon herrscht früher einmal eine gesunde Rivalität, jetzt nicht mehr. Deleon liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Ja, ich sollte vielleicht mal zweimal ansprechen, aber normalerweise, weil nicht tun Trainer. NPCs im Pokémon immer nur einen Satz von sich geben, oder? Lektion Nummer 2 für Pokémon Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinen eigenen Typ entspricht, steigt das ihre Stärke. Cool. Wird jetzt schon erwähnt. So, das ist genau das gleiche, sage ich doch. Lektion Nummer 1 für Pokémon Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Nur das Wissen eines Trainers kann ein Pokémon seine wahre Stärke entlocken. So. Hi. Das Haus der Professoren erkennt man auch von Weitem an seinem violetten Dach. So, hey, da war irgendwas. Wer ist ein Beleber? Beleber. Okay. Oh, der war aber richtig gut versteckt. So, wenn ich jetzt nicht mindestens von Trainer irgendwie Pokébälle bekomme am Ende, ne, dann kriegen wir hier so ein paar Probleme. Ich möchte meine Kollektion ja erhöhen. Erweitern meine ich. Hey, Daniel. Der wird mich jetzt echt über die ganze Region verfolgen, ne? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es dir. Ich habe schon welche gefangen. Ich habe nur halt keine. Ey, falls nicht, erkläre ich es dir. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Deleon, ob ich sie was zum Beispiel Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Daniel. Die Pokébälle hat dir bestimmt meine Mutter geschenkt. Weiß gar nicht, wo ich die habe. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprich mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Oh Gott sei Dank. Hier in der Gegend kommen einen die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie allein neuen Trainer. Oh geil, 20 Pokébälle. Schaut sie in der Pokéballtasche. Wenn ein Pokémon fangt, bekommt eure Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um euer Team zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Tschüss. Wartet nur ab, ich werde den 0,9 das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professoren wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Und jetzt bitte geh weg und verfolgt mich nicht wortwörtlich überall hin, ne? Er geht mir so auf den Nerven bei den neuen Rivalen in neuen Spielen. Die sind mir alle so freundlich und die sind. Naja, wenn man sich irgendwie schon irgendwie nach einem Kotzbocken sehnt, anstatt irgendwie so freundliche Kollegen, dann ist halt auch irgendwie merkwürdig, ne? So, was willst du denn? Ein Kampf? Ein ganzer Abend. So, Kuro. Name noch ausstehen. Oh. Wenn ich die Blick von zwei Pokémon-Trainer treffen, gehört sich einfach zu kämpfen. Ist dem so? Knirps, Timmy fordert dich heraus.
Er setzt Raffo ein. Los, Kuro. Na, aber noch ausstehend. So, Level 6. Okay, dann ist vielleicht doch ein bisschen. Unlicht bist du, ne? Dann greift man mit Unlicht an. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen. Okay. Wird bisher nicht so gut, aber ich glaube, den seine Angriffskraft ist auch voll niedrig, ne? Entlastung. Wenn das von ihm getragene Item verwendet wird oder verloren geht, wird dies eine Initiative. Spezialverteidigen hoch, Initiative runter. Forsch ist beharrlich. Ja, Angriff ist 7. Wow. Das ist nicht so stark. Igni, ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Mein anderes Pokémon kann bisher noch nichts reichen. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob das irgendwie am Ende noch mein Team bleiben wird oder so. Ich versuche so ein bisschen hin und her zu mischen, weil ich noch nicht weiß. Vor allem normalerweise, wenn ich immer ein Pokémon-Spiel beginne, dann tue ich normalerweise immer den ganzen Pokédex schon vorher durchforschen und mir dann schon mal anschauen, welches Team ich am Ende haben will. Aber da ich das Spiel ja Let's Playen wollte und jetzt auch Let's Playen tue, ja, da habe ich mich natürlich davon irgendwie zurückgehalten. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie mein Team aussehen wird. Und deswegen werde ich wahrscheinlich so relativ spontan irgendwie mein Team jetzt zusammenstellen und hin und her wechseln und was weiß ich. Ich kann einfach nicht wechseln, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Ja, das ist zweites Weltproblem. Wenn du auf Kämpfer solltest du im Blick einer Trainer aus dem Weg gehen. Wie soll ich denn dir bitte schon aus dem Weg gehen? Da ist ein neues Ding, glaube ich. Da bist du denn? Da bist denn du? Wer hat sich denn hier aus Super Mario Bros. Hin verirrt? Kamehaps. Was ist das denn für ein derpy Ding? Das sieht aus wie Wasser. Gott, der Blick. Aquaknarre. Wäre eigentlich nicht schlecht, schon jetzt Wasser-Pokémon zu haben, aber. Oh. Oh Gott. Ich glaube, ich muss gleich schon wieder abhauen. Und mich heilen. Also wie dazu, ich bin voll zu stark und so, ne? Da passiert mir jedes Mal, ey. Das ist auch immer eine Trails-Off-Serie, so, ey. Oh, ich kann jetzt alles wegkommen, da kommt der nächste Boss und klatscht mich voll gegen die Wand. Ah! Gott! Das... Boah, dieser Blick. Ich habe ein paar Tränke, also... die sind beide gleich stark, ne? Ja. Ja, ich werde so oder so schneller als das Ding sein, aber... Aquaknarre. Oh Gott. Ja, setzen wir mal einen Trank ein. Boah, Tränke in wilden Pokémon-Kämpfen einsetzen, das ist, gefällt mir nicht. Weil er hat irgendwie so was sehr Trauriges. So. Jetzt sieht mein Hauptcharakter nicht besorgt aus, ne? Oh Gott, das wird gut tun. Au. Okay, du bleibst jetzt besser in dem Ding drin, ne? Ja. Bumm. Bin jetzt zwar voll blöd, aber ich will irgendwie nicht so schnell schon irgendwie voll viele Pokémon in meinem Team haben. Jedenfalls noch nicht schon so früh im Spiel. Ich werde so über das Spiel ein bisschen ausdehnen. Ich weiß, ich habe sehr merkwürdige Angewohnheiten, aber er schnappt sofort noch einmal, was ihm unterkommt. Der Grund dafür ist anscheinend, dass seine wachsenden Vorzähne jucken. Kamehaps. Ich nehme mal sehr stark an, irgendwann oder soll ich noch ganz not ja noch mit den Dingen irgendwie wohl Igni und Co. beide haben noch relativ HP mäßig was. Gucken wir mal.
Tipps für Trainer: Pokémon leiden für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um am Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ist irgendwie zu viel Erfahrungspunkte, wenn ihr mich fragt. Halt. Der Baum sieht irgendwie voll verdächtig aus. Kann ich hier wieder Kopf müssen oder so? So. Oh, sie kenne ich aus dem Trailer. Sieht auch voll putzig aus, so wie die weibliche Trainerin, die man sich am Anfang hier aussuchen kann. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Ist das eine Göre? Ja. Warum haben die so einen Namen jetzt? Göre Maya. Oh Gott. Warum heißen die Gören Gören? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde die alle immer voll putzig in jedem Spiel. Ja, voll süß. Ja, voller süße Design jedenfalls. Au. Warum nicht irgendwie Schulmädchen oder irgendwie sowas? Das würde irgendwie mehr passen. Die haben immer irgendwie so Schuluniform an. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Los, irgendwie. Haha. Ich habe aber keinen Bock auf Aquaknarre oder so zu haben. Dann nehmen wir mal einen Trank. Ja, wahrscheinlich das letzte sein, was wir ja machen. Ich werde wahrscheinlich offscreen dann zum Pokémon Center rennen und dann wieder bis hierhin laufen oder irgendwie sowas. So. Zucki. Aber ruckzuck jetzt. Tackle. Und da bist du weg. Blip. So. Angriffskraft ist gar nicht hochgegangen. Vielleicht sollte ich mein Motto überbedenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Weil sie putzig. Pokémon gehören verschiedenen Typen an. Vorher ist sehr effektiv gegen Pflanze. Pflanze. Ja, jetzt sollst du erst hinter die Ohren schreiben. So. Okay, dann wartet noch einer. Der bringt mich um, wenn ich dahin gehe. Gut, dann renne ich mal zum Pokémon Center zurück. Heim unser Team noch mal ganz schnell hoch. Und mal, vielleicht begegne ich irgendwie was Neuem. Nö, alles klar. Die habe ich noch gar nicht gesprochen. Keine Lust auf Kämpfer hast, also warte doch, die habe ich schon gesprochen. Deponier mein Kame, was weiß ich, wie das nochmal hieß. Den konnte ich nicht ausweichen. Oh Gott. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war's für diesen Part, ne? Oh, bitte sag mir, du kannst flüchten. Was denn kommt? So was von. So, das war jetzt aber nicht ein Shiny, oder? Sah nämlich so gelblich aus. Sieht auch irgendwie voll gelblich aus. Ja, ich fall auf den Arm, ey. Ich weiß noch nicht, was hier ein Shiny Pokémon ist, falls hat übrigens niemanden was sagt. Shiny Pokémon, andersfarbige Pokémon. Chance von 1 zu, was war nochmal, 4000 irgendwas. Und ja, sind äußerst selten, wenn man am liebsten gerne fangen. Also ja, das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie die alle aussehen. Ich kenne ja die ganzen Pokémon nicht. Also wir könnten irgendwie ein Shiny Pokémon über den Weg laufen und ich würde das nicht mitbekommen. Das halt, ja, weil ich nicht weiß, wie die aussehen halt, ne? So, bitte sag mir, ich kann jetzt Pokébälle kaufen, weil sonst rappelt's hier mal in den Karton. Danke. So, boom. Ja. Oh, 3 Premier, aber das stimmt. Die waren ja noch. Die gab's ja auch noch. So. Ich mal kurz hier hoch rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Nachdem ich mein Kame, was weiß ich. Kame hab's. Ich wollte das erst sagen, aber ich wusste nicht, ob das richtig war. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir nächstes Mal kommen. Ich werde euch dann wieder da sehen, wo wir vorhin gerade stehen geblieben sind. Und ja,
Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ja, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich Ciao.